Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Jahreshoroskop 2018 Tierkreiszeichen Löwe. Als erstes möchte ich Jahr 2018 im Allgemeinen beschreiben und es trifft nicht nur die Löwengeborenen, sondern alle Tierkreiszeichen. 2018 ist ein Venusjahr, also es ist wichtig, Gefühlen, Liebe, Partnerschaft, aber auch tolle Ideen, Schönheit, Kunst, Kreativität, Selbstständigkeit. Venus ist auch die Planet Harmonie und Frieden. Viele Menschen haben auch dieses Bedürfnis nach Frieden. Und Venus ist auch das kleine Glück. Und dieses Glück begleitet uns im Jahr 2018. Venus hat aber Einflüsse von Saturn, von Pluto und von Lilith. Und wie erleben wir das? Saturn erteilt natürlich noch Lernaufgaben, besonders in Liebe, Partnerschaft. Aber es sind auch karmische Begegnungen, karmische Erinnerungen, weil Saturn ist auch der Planet der Karma. Es sind auch schicksalhafte Entscheidungen, schicksalhafte Veränderungen. Ja, 2018, Saturn ist auch der Planet der Schicksal. Dann der Lilith-Einfluss, Wünsche, Sehnsüchte, Träume. Aber die Neigung davon laufen. Und hier kommt ein Saturn-Einfluss und Saturn sagt aus, diese Wünsche, Sehnsüchte, Träume bitte ernst nehmen, nicht davon laufen. Das kommt zur Erfüllung, die Träume werden wahr, das kommt in Form, es bekommt eine Struktur. Dann die Pluto-Energie. Pluto ist die innere Kraft, diese konzentrierte Kraft, auch die Regeneration, die Transformation auch. Und Pluto verabschiedet von allem, was stört. Und das sollen wir auch beherzigen. Und das sind die Prozesse 2018 von allem loslassen, verabschieden, trennen, kündigen. Alles, was uns stört im Leben. Oft sind es unsere eigenen Gefühle, wie Schuldgefühl oder Angst, davon verabschieden. Es sind auch Stolpersteine in unserem Leben. Und erst dann kann etwas Neues entstehen. Dann lernen wir 2018 über Gefühle zum Sprechen, miteinander kommunizieren. Aber hier brauchen wir die klare Entscheidungen und das mit Feingefühl. Wann darf ich was sagen und wen darf ich was sagen und soll ich überhaupt das sagen oder es ist besser zum Schweigen. Wie sagt dieser kluge Spruch, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und da brauchen wir die Feingefühl, die richtige Entscheidung zu treffen. Manchen Situationen ist gut, offen zu sein, sagen, was wir denken, über Gefühle zu sprechen. Und das lernen wir auch. Manchmal ist vielleicht besser, nichts zu sagen. Wie trifft das die Löwengeborenen? Ein wichtiges Thema wird sein bei den Löwengeborenen Jahr 2018. Liebe, Partnerschaft. Aber das sollen die Löwengeborenen die Schicksal vertrauen. Das kommt alleine in Ordnung. Es werden karmische Begegnungen sein, karmische Erinnerungen oder eine Versöhnung. Es kommt in Form. Bitte daran vertrauen. Was wichtig ist bei den Löwengeborenen, die beruflichen Situationen. Sie sollen die Frage stellen im kommenden Jahr. Lebe ich meine Berufung? Oder fühle ich mich eingeengt beruflich? Das wäre die Befreiung sein, die Hobby zum Beruf machen, die Berufung zu leben. Und da bekommen die Löwengeborenen Unterstützung. Es gelingt. Sie brauchen Mut dazu, das zu wagen.
Aber Vorsicht, weil die Löwengeborenen haben nicht nur gute Freunde und Menschen, die dabei unterstützen, sondern die Löwengeborenen haben auch Neider. Also hier muss auch abwägen, darf ich das erzählen, was ich beruflich vorhabe? Soll ich meine Ideen vermitteln oder es ist besser zum Schweigen? Und hier brauchen die Löwengeborenen einen klugen Kopf, die richtigen Entscheidungen treffen. Nicht vergessen, sie haben auch Feinde. Und somit kommt die berufliche Situation zum Erfolg und da bekommen die Löwengeborenen Anerkennung. Das ist ein Aufstieg beruflich. Die Möglichkeiten sind da, etwas selbst zu machen, sich zu verwirklichen beruflich. Das ist auch wichtig und zu ihren eigenen Werten zu stehen, das auch zu vermitteln. Die Wertschätzung, auch Verlangen von anderen. Und auch die Finanzen in Ordnung zu bringen, das ist auch eine Aufgabe der Löwengeborenen. Ausland spielt auch eine große Rolle. Entweder Kontakte im Ausland oder eine wichtige Reise oder vielleicht ein Neuanfang beruflich im Ausland. Natürlich ist diese Beschreibung allgemein, aber es besteht die Möglichkeit, das maßgeschneidert anfertigen. Möchten Sie gerne ein Jahreshoroskop für 2018, eine Analyse? Das ist natürlich nicht mit einem astrologischen Jahreshoroskop zum Vergleichen, weil das gilt von einem Geburtstag bis zum nächsten, wenn die Sonne die gleiche Position erreicht. Hier geht es um Jahresanalyse 2018 und das können Sie gerne bestellen. Unten bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Die Frage stellen, was erwartet mich Jahr 2018? Was ist die Tendenz? Und ich kann genau beschreiben die einzelnen Monate, was kommt im einzelnen Monaten, auch die Hindernisse. Und manchmal sind aber nicht nur schicksalhafte Ereignisse im Leben, sondern Alltag. Fragen, was uns im Alltag beschäftigt, wie zum Beispiel, kommt er zurück? Liebt er mich noch? Sehe ich sie in die kommenden Tagen? Kann ich diese Arbeit behalten? Werde ich einen Arbeitsvertrag bekommen? Soll ich diese Schulung machen? Kann ich die Wohnung behalten? Soll ich lieber umziehen? Kann ich diese Reise buchen? Soll ich dieses Kleid kaufen? Kann ich meiner Freundin vertrauen? Werde ich neue Freundschaften pflegen? Oder was denkt mein Chef über mich? Soll ich meine Eltern besuchen? Und. Es sind Fragen, was unseren Alltag betrifft, und das sind auch wichtige Fragen, und da braucht man keine Analyse. Und das kann ich auch kurz beantworten. Es ist auch nicht zeitaufwendig, aber ein guter Rat ist immer Gold wert. Und da können Sie gerne die Blitzberatung buchen. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich werde diese E-Mails natürlich persönlich blitzschnell beantworten. Bitte die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort dazu schreiben. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und ich wiederhole mich nochmal, ein guter Rat ist Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.